Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Diablo 3 Let's Play Together. Ich bin Rektalin. Ich bin Soivo. Und ihr schaut Weaver Games for You. Ich habe ein großes Schwert. Das einzige, was ich noch weiß von der letzten Folge. Oh Mann. Ich habe einen neuen. Ah, wir sind schon in Akt 2. Gut, ich habe schon Akt 2. Genau, ich habe noch meinen 1800 DPS-Bogen. Ich weiß es ja. Ja, genau, wir sind genau bis in. Wir sind Akt 1 fertig geworden, sind Akt 2 gegangen. Praktischerweise könnten wir alles mal verpacken, was wir hier so haben. Ja, müssen gerade verkaufen und alles auch. Irgendwie mal. Ne, nicht verkaufen, Dings. Klein machen müssen wir es ja. Ja. Verkaufen tun wir ja nichts mehr. Ne. Geld brauchst du ja eh nicht. Sieht nicht aus, als ob ich irgendwelche Legendaries hätte. Sieht nicht so aus, ne? Mach du mal und dann können wir irgendwas verkaufen und klein oder was? Da habe ich auch was. Das war's wohl. Wenn du was verkaufen wolltest, ey. Ja und? Kann ich mal reparieren. Klingt gut. Ich hab schon gedacht, du machst deine ganzen Epics, Legendaries. Hier sind die ja nicht drin. Ein bisschen scheiße, ne? Was ist denn da los, ey? Das ist schnell. Zur Aufnahme ist das nicht. Komisch, dass der Fernseher teilweise schwarz wird. Das ist vor allem nicht so gut, wenn man dann während dem Kämpfen im Hardcore-Modus dann einen schwarzen Bildschirm hat. Das macht er bei der Xbox ja auch ab und zu. Ab und zu mal, ja. Aber wie viel Zeug habe ich denn hier, ey? Für keine Ahnung, was du mal. So. Gucken wir mal, ob ich irgendwas habe, was man bauen könnte. Ich glaube, ich habe da noch gar kein Rezept gehabt, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich hier eins drin habe. Amulett der Geschicklichkeit. Und Arsch- und Panzerhandschuhe der Geschicklichkeit. Sehr gut. Das war wieder schwarz eben, oder? Ja, und das ist ganz schön lang. Aber warum? Ich weiß nicht. Nicht, dass der Fernseher auf den Sack geht. Ja, ich denke eher, dass das vielleicht irgendwie mit der Umstellung von der Bett. Ne, das kann ja auch nicht sein, weil jetzt bei Minecraft das ist ja auch nicht, ne? Nee. Wobei, ich spiel's ja auch nicht auf dem großen Fernseher. Ja. Vielleicht, weil ich so 720p ja umstelle. Ja, das stelle ich, da habe ich mich ja gerade gefragt. Hab ich schon, oder was? Ne, achso, kann ich schon nicht, weil es noch nicht ausgebildet wurde. Jetzt, oder? Jetzt kann ich es lernen. Bisschen eklig auf jeden Fall. Ich denke, dass es dieses Rangezoome wäre. Das kann gut sein, aber es war ja vorher, oder nicht? Was? Das Ranzoomen? Ne, ich meine, dass das vorher schon, bevor wir überhaupt bei einem Händler waren, das, obwohl, da hat man, glaube ich, das Inventar offen, ne? Ja. Kann natürlich schon sein. Für Aufnahme ist es nett. Das ist ja alles in Ordnung. Machst du jetzt die Ruinen oder was? Ja. Beziehungsweise die Gems? Ja. Und warum rote? Wegen das EP-Game für den Kopf. Achso. Das ist meiner Meinung nach erstmal der wichtigste. Ich hab keine Bücher mehr. So, wenn ich auch anfangen kann. Ja, jetzt kannst du. Das kann aber jetzt nicht gewesen sein, dass das gleich rein so. Nee, das ist, aber auf Aufnahmen ist es halt auch nicht. Das ist vom Fernseher. Bisschen komisch. Das macht mir Angst gerade. Mir auch. Also zur Erklärung, der Fernseher wird irgendwie das Bild immer kurz schwarz und dann kommt's wieder. Bisschen seltsam. Ruckelt aber auch so ein bisschen, also so. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, den irgendwie zur Garantie einzuschicken. Nö. Nee. Ja, vor allem passiert es ja nicht beim Fernsehen gucken oder sowas, aber das können wir so, wir können so nicht dann losgehen, ne? Irgendwie. Vielleicht hast du es schon eingesteckt oder was weiß ich. Ist aber eigentlich. Ich würde schon losgehen. Letter Geschicklichkeit. Du hast 5 Legendaries, muss man dafür disenchanten. Sonst müssen wir, glaube ich, anfangen, Legendaries auch zu disenchanten. Ah ja, genau. Guck mal, ob du was craften kannst, die Schultern oder sowas kannst du da machen, glaube ich. Hier oder was? Ne, das sind Handschuhe. Achso, nee, ich meine aber unter Rüstung, ne? Ja, dann musst du halt hochgehen. Da, die Aschenplattenhandschuhe, Schultern der Geschicklichkeit. Fertig. Und guck mal, ob die was können. Ja, warte mal, ich will erst mal gucken, ob ich nicht noch... Achso, ausbilden muss schneller. Und ich glaube, die sind richtig gut gewesen. Ja? Ja. Kannst du dann nochmal machen. Ne, ne, guck erst mal, zieh die an. Die waren, glaube ich, richtig gut eben. Warte mal, wir machen das so. Nee.
vergleichen. Okay. Aber hat innen drauf irgendwie auch viel mehr. Ja, hat alles andere halt viel mehr. Und auf die 12 Steuer Widerstand kannst du kaum scheißen. Wenn du dafür 180 Vita bekommst. Ja, das ist schon und 140 Geschick und 150 Rüstung. Stimmt schon. Mehr kannst du ja, glaube ich, nicht machen. Dann, das kannst du noch wegmachen, ja. So, ich glaube, wir müssen ja noch die grauen Sachen und sowas verkaufen. Ja. Ich habe gehört, ihr seid aus verkaufen, das da. Meine Familie das da. Ist hier noch irgendwas? Ich denke eher nicht. Nö, gut. Oh, eben kurz geruckelt, ne? Ich bin gerade am überlegen, hier hießen die wirklich Boston Celtics? Ja, wieso? Ja genau, aber wie hießen die Brooklyn Nets, heißen die, Mann? Ich hab den Titel falsch geschrieben. Okay. Guck mal gerade, ob ich hier was noch verbessern kann, ob ich meinen Juwelier skillen kann. Das ist ja einmal mehr Bücher. Der ist aber Stufe 8 auch nur. Ja. Du hast ja eben 20 Bücher so also für die Schultern ausgegeben. Das Problem ist, ich brauche, kriegen wir die Bücher jetzt noch? Ja, natürlich, das sind ja die ganz normalen Standardbücher jetzt hier. Achso, okay. Die müssen wir nur mitnehmen. Kriegen wir noch mehr als genug davon. Boston, vielleicht fällt es keinem auf. Okay. Und jetzt nach der Folge bestimmt. Ja, genau. Gehen sie jetzt wieder zurück und suchen. Nee. Oh, welcher für Teil heißen so? Hier oben ist mal. Aber jetzt gerade kommt es irgendwie nicht mehr, ne? Bisschen nee. Seltsam. Ist echt seltsam. Stört mich auch. Ich mich auch ein bisschen. Mag seltsam sagen, ne? Die Tola hier wartet am Straßenrand und behauptet, sie ist eine Zaubererin. Ja. Andere Tolas, die so wie sie aussehen am Straßenrand. Ja, obwohl, das ist nicht so geil, ne? Das Geile ist ja, du kannst jetzt noch da drüben hingucken. Ja, aber das ist verzögert. Das ist nicht so gut für Kämpfe, ey. Das hab ich ja schon gesagt, ich würde gerade, ehrlich gesagt, ich würde nicht mit so gerne darüber gehen. Ja, das weiß auch nicht. Bisschen uncool, muss ich ehrlich sagen, weil wir ja auch jetzt hier bei den ganzen Fliegen und so Scheiß sind. Ja. Wenn da kurz der Bildschirm ausfällt, ist ein bisschen uncool. Ja, aber was macht, warum macht er das? Ich weiß denn nicht. So oft? Vielleicht halt echt wegen 720p oder so. Weil es ja das Einzige ist, was sich halt das letzte Mal verändert hat. Ja, aber das dürfte doch eigentlich kein Problem sein für den. Ich hab keine Ahnung. Fernsehen tut er ja auch gucken. Weiß ja nicht. Vielleicht versucht Diablo das immer umzuswitchen oder so. Das Spiel an sich. Das wäre ja lustig, wenn Diablo immer die Auflösung ändern wollen würde. Ja. Was ist hier los? Warum passiert hier nichts? Keine Ahnung. Zur Not, wenn schwarz wird und sich Nevia ist das unverwundbar machen. Bevor man mies. Was willst du denn sonst machen? Ich hab keine Ahnung, ey. Ein bisschen Notfall seltsam. Machen wir nach einer halben Stunde oder so einen Cut und stellen das nochmal um oder so. Ich würde dann erstmal nach einer Viertelstunde würde ich das schon machen, glaube ich. So, ja, weil das also passiert das ja alle geht drei Minuten. Und das dauert ewig, ey. Das dauert alle drei, passiert alle drei Minuten oder so und. Ich würde das nach einer Folge einen Cut machen und dann. Das gucken. Ist mir sehr unheimlich gerade, ehrlich gesagt. Die Magie der Kultisten scheint von dort auszugehen. Unheimlich und magisch nicht. Ich auch nicht, vor allem hier gerade bei Diablo nicht. Ja. Weil es, glaube ich, bei jedem Spiel eklig ist. Ja, aber hier können wir sterben, weißt du nicht mehr. Die sind halt dann für immer tot, das ist das Problem. Ja. Und da sind sie schon. Aber wie schnell du die auch kaputt bämst, ne? Das ist geil mit dem 18 DPS Ding. Ja. Das macht echt Spaß. Muss ich sagen. Wieder die Zahl der marktlosen Dinger. Ja, das ist gut, Gott sei Dank. Wie die alle umfallen, ne? Wie die fliegen. Ja, ja, muss ja auch so sein. Ey, das ist ganz schrecklich. Alter, vor allem wie lange. Bestimmt für 3-4 Sekunden oder so. Tut mir jetzt ein bisschen leid, dass wir das immer die ganze Zeit erwähnen, aber. Du müsst jetzt in der ersten Folge durch. Ja, tut uns echt leid, ne? Dann müssen wir ein bisschen sein. Immerhin seid ihr mehr als wir. Und das ist nicht alle 3 Minuten, das ist jede Minute mindestens einmal. Schon jede Minute, ja. Kann natürlich sein, dass das so einen Minuten-Timer oder so hat, wo es umstellen will. Ja, aber warum will es überhaupt umstellen? Läuft doch nach wie viel Runo in 720p. Das ist doch nicht. Macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Ich weiß es doch nicht. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier bei 10 Minuten. Wir machen mal die Folge ein bisschen früher Schluss. Weil ich denke auch nicht, dass ihr wollt, dass wir sterben. Nett.
Also gehe ich mal von aus. Also nächste Folge hoffentlich Problem gelöst. Ansonsten, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.